Okay. Ah, finde ich gut. Hab noch nicht so viel Sheik gesehen. Nö, ich hab noch gar keine Sheik gesehen eigentlich. Gut, also hier Losers Finals, Repos gegen Ruven, Ruven gegen Repos, wie ihr seht. Bin gespannt, wie Sheik sich macht. Oh, das war ganz nice eigentlich. Ja, das war, also Sheik ist schon relativ gleich geblieben von dem, was ich gesehen habe. Allerdings die Side B, aus der Side B kann er was machen, das ist cool. Außerdem, der Bouncing Fish ist nicht mehr so super reliable, es kommen auch Attacken durch. Außerdem, was war noch anders? Die Running Tilts. Die Running Tilts sind ein Riesenfaktor bei Sheik. Ja, genau. Das war die Alter, wirklich jeder Tilt von Sheik ist einfach nur top. So, der Down Tilt ist into Up Smash zum Beispiel, soweit ich weiß. Hier sowas zum Beispiel auch. Der F-Tilt ist ultra gut in sich selbst, in Fairs, in alles. Ja, und deswegen bin ich auch echt gespannt auf Sheik. Genau, und der Up-Tilt ist auch gut. Mal gucken. Also ich habe gemerkt, dass irgendwie Probleme beim Recovern so, ne? Oh, ja, wir sehen schon diese aufgeladenen F-Smashes. In Smash 4 war das aus dem Grund, dass Meta Knight nicht wirklich viel Lag auf dem F-Smash hatte. Inzwischen sieht es so aus, als ob er ein bisschen mehr hat, oder? Oder bilden wir das ein? Ah, klappen jedenfalls noch nicht so gut. 150% Max Rage. Oh, man sieht die Needles jetzt auch besser. Ja, das ist auch cool. Ich habe gehört, man kann Needles into Up-Smash machen oder sowas. Ja. Oh, das wäre cool. Nicht sehen. Ah, okay. Safe ist Shield-Option, so wie es aussieht. Habe ich auch schon bei Samus gesehen. Nair to Jab. Und bei Sheik wird das nicht anders sein. Oh, Up-Throw. Fast gekillt. Noch ein paar Prozente. Oh ja, die Up-Air. Ja, das war's. Okay. Interessant. Ich habe tatsächlich noch nicht einmal Repos Sheik spielen sehen. Aber ich habe auch nicht gestern gar nicht mit ihm gezockt. Also, ich denke mal, da würde er sich dann schnell eine Day-One-Sheik antrainiert haben. Sieht auch schon ganz nice aus. Also hat sich, wie gesagt, nicht so viel geändert zu Smash 4. Man kann durchaus jetzt immer noch Smash 4 Sheik spielen und relativ erfolgreich sein, jetzt gerade im Anfang des Games. Oh, das sah gut aus. Ah, dass ich nicht getraut, den Bouncing Fish zu machen, war vielleicht auch richtig. Ich glaube, Sheik ist jetzt der drittschnellste Charakter. Der ist also Sonic und Fox, oder wie? Oh, der ist Black Air. Das weiß ich gar nicht, wer auf Platz 2 ist, aber ich weiß nur, dass sie auf Platz 3 ist. Ja, okay. Und, aber sie ist leichter geworden. Noch leichter, ja. Ja. Ich habe mir auch schon so ein bisschen die Weight Values, ich glaube, das ist das Einzige, was ich mir so reingezogen habe, die Weight Values. K-Rool ist jetzt zweitschwerster Char. Pichu ist jetzt leichtster Char, mit Abstand. Also viel leichter als Pummelup sogar. Irgendwie um 4 oder 6 Einheiten war das. Oh, oh, er hat ihn kurz gelockt, habt ihr es gesehen? Ja. Downtilt und dann mit der Dash Attack weiter. Und das sieht jetzt schon sehr viel besser aus. Für Ruven, oh. Er hat es bisher aber mit dem F-Smash nicht so wirklich treffen können. Ja, die Logs haben sich auch ein bisschen verändert jetzt. Aber ich glaube, es wird trotzdem noch ganz lustig sein, mit denen umzuspielen. Mhm. Ja, ich mag auf jeden Fall das neue Movement vom Spiel. Also dieses Hin- und Hergelaufe, ich finde das schon ziemlich cool. Mhm. Ich habe das ja eigentlich schon so ein bisschen in Smash 4 gemacht, nur damals nicht so. Es war schwerer und es war nicht so gut wie jetzt. Sehr, sehr einfach diesmal. Ja. Und Bouncing Fish, das reicht nicht. Wow. Aber ich glaube, irgendwas von. Oh, nein, reicht noch nicht. Aber auf jeden Fall gute Out-of-Shield-Option. Etwas zu punishen, gerade weil man jetzt nicht mehr an jemandem vorbeiläuft mit dem Schild und da Up-Smash reicht. Sie hat auch eine andere Stimme bekommen, Sheik. Ah. Klingt jetzt bisschen weiblicher, glaube ich. Okay, jetzt Ruven macht ein paar Prozente. Schöner Extra-Credit, 40% schon. Ah, 135 auf Ruven rauf. Und ich habe Sheik auch schon gesehen von Zero. Zero hat die halt auch so mega Smash 4-mäßig gesehen, gespielt. Und so komplett Leute überrennen, und ich glaube, das wird auch hier die Meta sein mit Sheik, Leute einfach zu überrennen und die nicht onstage zu lassen. Ist bei ihm jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, aber auch an der Edge ist Sheik immer gut gewesen, immer mit der Nair. Es wäre cool, wenn Zero wieder Sheik spielen würde. Ich mag Zero einfach in so High Competitive Play. Ich finde Sheik auch ziemlich cool. Das sieht einfach stylo aus, so nach Captain Falcon irgendwie so der stylischste Charakter, was Ästhetik so angeht, finde ich. Ja, da. Oh, oh, oh! Ah ja, gepunished. Dash Attack. 75% auf Repos. Mal gucken, ob er
Er muss Ruby jetzt auf. Oh, auf jeden Fall ein bisschen dominieren. Ah, wow, mit der Down herausgekommen. Oh. Mr. A hat er jetzt Chic gedroppt. Das weiß ich auf jeden Fall. Also, er hat da keine Lust mehr drauf? Auf nee. Ich glaube auch, dass er in Smash 4 vielleicht seine Zeit hätte besser investieren können. Ich weiß es nicht genau. Weiß er nicht, vielleicht hat er noch schlechter geplaced dann. Mhm. Er hat ja nie schlecht geplaced, aber er ist auch nie so die Nummer 1 gewesen in so Top-Turnieren, obwohl er die Chance hatte. Aber da war es halt bei Chic immer so, dass sie einfach ein bisschen zu schlechte Kill-Optionen hat, ja, und die Nerven da immer ein bisschen runtergehen, wenn man dann halt mal den Kill nicht bekommt. Oh, und der Extra Credit sich dann anstaut. Aber hier zum Beispiel, wow, das sah echt gut zeigt aus. Sich das. Oh! 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 Wow! Wunderschöner Stock. Das war ziemlich klippen, nice, ja. Das war ziemlich nice, ja. Okay, also doch, der gute Chic-Pick von Repus. 1-0. Oh, dann bing, 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 bing. True. Müssen wir noch irgendwo teilen. Facebook. Discord habe ich schon. Ist das Twitter schon? Ja, habe ich gemacht. Aber du hättest zum Beispiel mehr Reichweite natürlich. Glaube ich zumindest. Also wir haben nur irgendwie 50 Abonnenten oder so. 55, ja. Ist super. Okay. So. Wir sehen der Switch klassisch von Rufen hier auf Ike. Jetzt gegen Chic. Es ist ein interessantes Matchup. Das war ein Brawl. Absolut nicht gewinnbar für Ike. Außer er war halt deutlich besser. Aber wenn die Chic das einigermaßen gut gespielt hat, dann war da nichts zu machen hier. Oh mein Gott! Oh nein, schade, dass der Bouncing Fish nicht getroffen hat. Das war super cool. Okay, also jetzt wissen wir, dass das auch in Smash 5 immer noch geht. Hier mit dem Uptilt schön gelockt. 55-40%. Ich frage mich, wie sich das Matchup gewandelt hat. Also es ist inzwischen deutlich besser für Ike. So viel kann man sagen. Aber wie viel besser? Es könnte immer noch sein, dass Chic Ike wegskimmt. Und es wird hier aus allen Rohren gefeuert. Das gilt für beide. Schöner Spam. Okay. Rausgeairdodged. Ja. Repus sehr vorsichtig. Oh, und das war's schon. Okay, er hat wahrscheinlich einen Jump gepunished. Da kann man dann wahrscheinlich nicht mehr viel machen mit Ike. So, 40% erst. Auf Chic ist es das erste Mal, dass der Ike-Pick nicht so wirklich klappt. Weil gegen Robin hat er schon durchaus ganz gut geklappt. Oh. Ja, und ich mochte Chic in Smash Ultimate in der Demo, habe ich sie ein bisschen gespielt. Mhm. Und was ich da besonders cool fand, war einmal die Back-Air ist irgendwie ein bisschen cooler geworden und die Up-Air. Die Up-Air, damit kannst du viel besser Dragdown. Du kannst so gut Dragdown. Ja, genau, das habe ich auch gesehen. Irgendwie so F-Tilt, Dragdown, so einfach immer hintereinander oder so. Hat man hier jetzt noch nicht gesehen, allerdings hat Rebus hier auf jeden Fall schon schönen Stuff gezeigt hier mit Chic. Vielleicht nicht besonders neue Sachen, aber durchaus ziemlich nice. Okay, er rutscht lieber offstage. Beide jetzt zwei Stocks. Und die Needles, die in Smash 4 auf jeden Fall ein großes Tool waren, in Ultimate kommen sie auch zum Einsatz. Die sind aber nicht mehr so unfair. Die schlagen einen nicht mehr so weit in die Luft. Und das ist jetzt das erste Mal, dass Hoven Lead hat. Und er nutzt sie gut aus. Schon sehr viele scary Situationen für Chic. Okay, hab mal den Link getweetet. Jo, mal gucken, nice, wer nach dazu kommt. Können wir ja beobachten. Ja. Warte, habe ich das überhaupt eingetragen? 1-0 Repus, ja. Okay, also even. Aha, okay, interessant, aber dafür... Nee. Okay, also der Grab Confirm ist schwächer geworden von Ike. Oh, schöne Apple. Dafür ist die Nair deutlich, deutlich besser geworden. Kaum Lag, einfach nährte Uptail, wie gut das eben war einfach.
jetzt muss Repus natürlich schnell den Kill bekommen, aber muss gleichzeitig aufpassen, dass er nicht vom Spam getroffen wird. Oh. Oh, er versucht hier mit dem Bouncing Fish, 109%. Ja, Repus muss sich halt noch so an Running Up Tilt und so oder Down Tilt gewöhnen, weißt du. So, die beste Chance, die Repus jetzt hätte, wäre ihn einfach systematisch offstage zu bringen und ihn an der Edge zu behalten und dann irgendwie zu gimpen. Oh, da, perfekt, Parry. Oh, die Dash Attack. Okay, wir haben schon einen Zuschauer dazugekommen. Okay, sehr gut. Moin. Oh, ja, die Up-Air erwischt. Und damit steht's 1-1. So, also wir sind jetzt, kommen jetzt zu Game 3, wie ich immer so schön sage, einer der wichtigsten. Was ist mit der Facecam? Der Facecam von? Von denen? Wieso, was ist mit der? Oh, die ist fest. Ah, nee, dann nicht. Oder nee, ist eigentlich alles gut. Party, was ist denn mit der Facecam? 5 Zuschauer haben wir jetzt. Oh, mit dem Naruto aber. Wie es aussieht, der klassische Naruto. Okay, die beiden sind ready. Warte mal, habe ich das schon... Ah ne, 1-1 ist richtig, ne? Ja. Oh, und wir sehen den Switch zu K-Rool. Er nimmt jetzt also doch K-Rool. War wichtig, dass er das erste Game gewinnt, dafür, dass er dann halt jetzt die Möglichkeit hat zu switchen, weil er will nicht gegen Meta Knight K-Rool spielen. Hat er schon gesagt. Nein, wir haben die eigentlich nicht... Ach so, hä? Was? Stimmt. Die Facecam ist weggegangen. Ah. The fuck? Hä? Ja, das ist ja weird. Okay, danke Tati. Die Facecam ist jetzt wieder da. Was ist das denn jetzt hier? Oh, Facecam ist wieder da, hallo. Und wir schauen mal aufs Match. Es ist also... Wir hören... Die Jungle Japes, nee, wie heißt das hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Jungle Japes, ist das richtig? Who knows? Nicht genau. Jedenfalls, Kongo Jungle ist das. Kongo. Nee, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, was das ist. Aber es ist even und Rufen ist ein Stock in Führung. Und jetzt wird sich herausstellen, oh, ja doch, er kann schon mit Ike mithalten. Er hat jedenfalls nicht so eine Kill-Probleme gegen ihn. Der fette Bauch regelt und der Brustpanzer ist gecrackt, aber das Momentum ist eben zumindest noch auf der Seite von K-Rool gewesen. Das ist meistens halt so, du crackst den Brustpanzer, aber das Momentum shiftet auf K-Rool. Alter! Okay, also seine Main-Combo-Tools, oder sein Main-Combo-Tool ist auf jeden Fall näher, aber auch Up-Air-Combo gar nicht schlecht. Aber von den Prozenten her trotzdem ziemlich even. Ja, versucht's da wirklich nochmal mit der Krone. Ich weiß nicht, ob das so nötig ist. Es wirkt wie so ein Standard-K-Rool-Habit, dass man nochmal die Krone wirft. Offstage meinst du? Ja. Ja, habe ich auch schon oft gemacht, außer einfach so, weiß ich auch nicht warum. Ich meine, klar, man hat... Oh mein Gott, das Shield-Pressure auch. Was soll man dagegen machen? Man muss da parryen, oder nicht? Und selbst dann, das ist so hart. Heftig, guck dir das an. Alter. Oh, was ist hier denn? Der Abwehr kriegt immer so einen kleinen Sprung wieder. Ach, und das Problem, glaube ich. Muss einmal ganz kurz auf live sehen. Und
2:1. Wichtiges Match hier gerade gewesen. Gut, also die Bitrate hat sich irgendwie wieder beruhigt. Eben ging das gar nicht. Weiß nicht, woran das so genau lag, ehrlich gesagt. Egal, also Ruven führt 2:1. Fest steht, die drei R's haben wieder die Top 3 belegt. Ja, ich muss mal ganz kurz auf Klo. Lass dich kurz alleine. Okay. Okay, dann kommentiere ich mal kurz alleine. Mal gucken, wie viel ich reden werde. Vielleicht habe ich 2 Sätze, mal gucken. Auf jeden Fall, das Matchup ist... Oh, Pokémon-Trainer gegen Meta-Knight. Das ist doch interessant. Und der Coach geht ab. Und der Lenny ist verwirrt. Hi. Okay, also bisher ist nicht viel passiert. 15 Minuten schon um. Sekunden. 20%. Und da kommt wieder... Oh, das war interessant irgendwie. Aber viel hat er nicht rausbekommen. Ruben versucht einen Ladder zu starten, aber irgendwie gelingt ihm das noch nicht so ganz. Vielleicht braucht er einfach mehr Übung in dem neuen Game. Das sah knapp aus. Ich muss sagen, ich habe absolut gar keinen Plan von Pokémon-Trainer. Denn ich bin ein Smash 4 Kiddy. Aber ich glaube, hier unser grüner Freund, der kann nicht so gut wie Kammern. Das ist alles, was ich weiß. Falls das überhaupt stimmt. Auf jeden Fall ist Glurak halt gerade da. Und da kämpfen wir natürlich aus, ne? Ja, man merkt, Repros hat Angst. Zu Recht. Das war nochmal der deutsche Name. Anyway, Chigi ist jetzt wieder draußen, ist ja ziemlich even und da kommt der gute Lennart wieder. Yeah. Ich sehe jetzt schon, Pokémon-Trainer, geil. Bin ich gespannt. Bisher gut geklappt? Oder? Ist die zu bisschen mit Durak, er ist nicht von Sinn nicht mit Kaman, weil er da unten gegengekommen ist. Ah, okay. Aber ist ja irgendwie even. Ja. Okay. Erstmal eine Ladder. Na, nach 2. Wie kann das schon rausgehen? Okay. Schön. Ah! Oh! Oh! Hä? Achso, er hat versucht, onstage zu sidebeen und wurde von der Werke getroffen. Okay, jetzt kommt Bisasam Knosp und ich finde den Char mega cool. Den kannst du auf jeden Fall gut punishen. Und gut killen. Allgemein ihn oder Pokémon-Trainer? Also vor allem jetzt Bisasam Knosp. Weil er halt echt ein paar starke Kill-Optionen hat. Wie den Absmenos, der doch eine schwere Zeit auf Stage hat. Was denn? Ha, hab ich F-Smash? Hab ich auch nicht hingeguckt, aber das war's. Also hier ein dritten Platz für Repos. Glückwunsch, schon mal Top 3 geworden. Consistent, würde ich mal behaupten.